Willkommen zu Star Citizen und dem Salvaging Guide für die Drake Vulture sowie Aegis Reclaimer. Mit der Alpha 3.18 kam endlich das Salvaging ins Spiel, also die erste Version der Bergungsmechanik. Wobei wir hier zunächst darauf beschränkt sind, die Schiffshülle von Wracks oder unseren Opfern abzuziehen und in lukratives Handelsmaterial oder Rohstoffe zu verwandeln. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr mit der Drake Vulture oder der Aegis Reclaimer in diesem neuen Industriebereich punkten könnt. Aber vorab nochmals ein herzliches Dankeschön an wahre Ladies und Gentlemen, die mit ihrer Unterstützung als Patreon, Kanalmitglied, Twitch-Subscriber dieses Video möglich machen. Dankeschön! Nachdem sich die Bergungsmechanik mit Raumschiffen nur geringfügig unterscheidet, werfen wir zunächst einen Blick auf die Drake Vulture, welche als Ein-Mann-Einsteiger-Bergungsschiff alles bietet, was wir für den Karrierestart als Bergungstechniker benötigen. Mit 2 Bergungslasern sowie 12 SEU-Frachtkapazität sind wir bereits gut gerüstet. Hier empfehlen wir euch für mehr Details zur Vulture den nachfolgenden dedizierten Schiffsguide hier im Kanal. Und solltet ihr gemeinsam mit Freunden zu Bergungen aufbrechen wollen, ist die Reclaimer als Bergungs-Capital Ship mit über 180 SEU-Frachtkapazität und monströsen Ausmaßen die erste Wahl. Wobei wir auch auf diese im Detail im zweiten Teil des Videos eingehen. Aber begeben wir uns auf die Jagd nach Wracks. Unter anderem in verschiedenen Asteroidenfeldern oder direkt an Lagrange-Punkten finden wir sehr schnell die mit einem extra Symbol markierten und dort herrenlos treibenden Wracks. Diese können wir mit Scanner Pings bereits von Weitem feststellen, wobei ein Detailscan die Art des Wracks offenbart. Allerdings können wir erst aus der Nähe feststellen, ob es sich um ein lukratives Wrack oder doch nur um Schrott handelt. Mit der Standardtaste M gelangen wir in den Salvaging-Modus, wobei wir mit der rechten Maustaste zwischen den verschiedenen Scraper-Modulen wechseln können und mit einem Linksklick den Abtragungsprozess der Schiffshülle starten oder unterbrechen können. Hierbei gibt es natürlich einige Details zu beachten. Allerdings erst einmal die Basics. Mit der Standardtaste G können wir unsere Laser von einer fixierten, nach vorne gerichteten Position in eine frei verschiebbare Position wechseln, was unsere Genauigkeit und den Arbeitsradius erhöht. So können wir die für jeden Laser punktförmigen Abtragungsbereiche fließend verschieben und die Höhle Stück für Stück vollständig abtragen. Mittig links finden wir die Frachtanzeige, welche beim Erreichen von einem SCU in unserem Laderaum eine Frachtkiste generiert, solange die Ausgabe frei ist. Rechts und links außen finden wir das aktive Scraper-Modul und in der Mitte die Extraktionsgeschwindigkeit. Die Generierung einer SCU-Frachtkiste erfolgt dann bei genug gesammeltem Material automatisch, solange der Ladebereich frei ist und wir die entsprechende Option am Bedienterminal nicht aktiv abgeschaltet haben. Unterhalb der Modulanzeige finden wir noch die Distanz zu unserem Ziel, wobei je nach gewähltem Modul eine größere oder kleinere Distanz sinnvoll sein kann. Aber dazu später noch mehr im Detail. Aktuell sind einige Bereiche wie Cockpits, Frachtrampen oder Triebwerke nicht oder nur eingeschränkt verwertbar, was auch dementsprechend im unteren mittigen Bereich als ungültiges Ziel wiedergegeben wird. Ansonsten hingegen bieten weite Bereiche der Schiffshülle auch in kleineren Ecken die Möglichkeit, dort Hüllenmaterial abzutragen und unserem Frachtraum hinzuzufügen. Hier stellt sich euch dann nur noch die Frage, Klasse oder reine Masse? Denn das Abtragen von vor allem kleinen Schiffshüllen in Randbereichen nimmt unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch. Aber auch die Qualität der abzutragenden Schiffshüllen unterscheidet sich deutlich, wobei wir neuwertige Wracks mit fast intakten Schiffshüllen finden können, oder gar auf Spielerschiffe im funktionierenden Neuzustand zurückgreifen können, um ihnen eine optische Neugestaltung zu verpassen. Vorausgesetzt ist hier in jedem Fall, dass die Schilde des Ziels deaktiviert sind. Aber Achtung, sollte der Besitzer hier nicht einverstanden sein, ist ein Crimestat obligatorisch. Aber kommen wir zu den verschiedenen Scraper-Modulen, wobei diese sich im Abtragungsdurchmesser, der Geschwindigkeit sowie der Effizienz teils deutlich unterscheiden. Beim Chinch-Modul haben wir einen sehr kleinen Durchmesser des Salvaging-Lasers, hierfür eine hohe Abtragungsgeschwindigkeit mit hoher Effizienz. Im Gegenzug bietet das Abrade-Modul einen mehr als doppelt so großen Arbeitsdurchmesser, eine geringere Geschwindigkeit und etwas weniger Effizienz. Daher empfehlen wir das Abrade vor allem bei großflächigen Schiffshüllenbereichen mit etwas größerer Distanz, wodurch unsere Abtragungsgeschwindigkeit deutlich erhöht wird. Für Detailarbeiten und kleinere Wracks hingegen bietet sich eine etwas kürzere Distanz und das Chinch-Modul an. Und alle Detailinformationen zu den verfügbaren Modulen, den jeweiligen technischen Daten und Werten findet ihr in Kürze wie gewohnt in einem übersichtlichen PDF als kostenlosen Download im Discord sowie einem Folge-Video-Guide.
Die Salvaging-Ausbeute einer Starlifter in dem hier gezeigten sehr guten Zustand reicht beispielsweise aus, um etwa 10 bis 12 SCU-Frachtkapazität zu generieren und dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Aber was passiert, wenn wir bereits genug Material gesammelt haben, dass eine Frachtkiste generiert wurde und wir dennoch erneut genug Material für eine neue Frachtkiste gesammelt haben? In diesem Fall ist der Ausgabebereich blockiert und wir sind gezwungen, händisch, und zwar aktuell mit einem Multitool mit Traktorstrahl als Voraussetzung, diese blockierende Frachtkiste zu entnehmen und in den Ladebereich zu verbringen. Aber kein Grund zur Panik, unser Material geht uns nicht verloren. Wir erhalten eine rote Warnmeldung, müssen die Arbeiten einstellen und uns in den Frachtraum begeben. Allerdings sind wir dann in dieser Zeit absolut handlungsunfähig und wehrlos gegen einen eventuellen Angreifer. Im Frachtraum können wir unsere generierten Frachtkisten am Cargo Grip positionieren, wodurch diese sicher und stabil fixiert werden. Hier haben wir für 12 SCU Platz, plus einem SCU, das in der Ausgabe verbleiben kann. Optional können wir natürlich Freibereiche ebenfalls mit ungesicherter, loser Fracht bestücken und so eine höhere Ausbeute erzielen. Aber auch das Generieren von Reparaturmaterial für unser Multitool ist möglich, indem wir am Bedienfeld eine für unser Multitool nutzbare Reparaturpatrone erstellen lassen. Hierfür ist dann allerdings ein eigener Salvaging- und Reparaturaufsatz nötig, ein eigenes Thema, zu welchem es natürlich auch zeitnah mehr Informationen geben wird. Aber kommen wir zum Verkauf unserer Bergungsmaterialien, welche wir aktuell unter anderem auch an den Handelsplätzen der jeweiligen Residenzzone, in unserem Fall im Handelsdistrikt in Lawville, verkaufen können. Hierhin fliegen wir unsere 12 SCU auf dem Cargo Grid sowie ein zusätzliches SCU in der Salvaging-Ausgabe. Hierfür waren wir etwa eine Stunde lang mit Abflug und Landung unterwegs. Mit etwa 92.000 USC für 12 SCU auf dem Cargo Grid sowie nochmals etwa 7.700 USC für unsere lose Fracht ist die Ausbeute noch nicht wirklich sehr lukrativ, nachdem andere Bereiche hier eine deutlich bessere Bezahlung pro Stunde bieten. Allerdings können sich zum einen die Verkaufspreise jederzeit ändern und mit den weiteren Ausbaustufen der Bergungsmechanik werden auch deutlich lukrativere Materialsparten und der Komponentenhandel hierfür deutlich höhere Einnahmen sorgen. Die erste Ausbaustufe ist in jedem Fall bereits sehr stimmig und macht Spaß. Aber werfen wir einen Blick zum Salvaging in XXL mit der Aegis Reclaimer. Für die Reclaimer empfehlen wir eine Crew von 3 bis 4 Personen, wobei wir 2 feste Salvaging-Stationen vorfinden, welche jeweils Zugriff auf einen Remote-Laser haben. Die Reclaimer greift zwar auf den gleichen Laser zurück, bietet jedoch deutlich potentere Werte der verwendeten Module. Hier erreichen wir Abtragungsradien von bis zu 6 Meter, was die Geschwindigkeit bei vor allem großflächigen Höhlen signifikant erhöht. Gefühlt erreichen wir die dreifache Geschwindigkeit mit beiden Türmen gegenüber einer Vulture. Allerdings empfiehlt sich aufgrund der sehr weiten Laufwege in den Salvaging-Bereich des Schiffes ein weiteres Crewmitglied, welches die beiden Salvaging-Stationen entleert und die Fracht koordiniert. So wird die Effizienz deutlich gesteigert und die Geschwindigkeit erhöht. Allerdings haben wir natürlich auch den Gewinn, durch mehr Mitarbeiter zu teilen. Allerdings haben wir auch gefühlt unbegrenzt Platz für unsere generierte Fracht, nachdem mein Cargo Grid selbst im Frachtraum aktuell noch nicht verfügbar ist. Die 180 SCU hier dienen dann auch nur als kleines Beiwerk, was den möglichen Platz für unsere Fracht betrifft. Und natürlich finden wir auch bei der Reclaimer an den Salvaging-Stationen die Möglichkeit, uns Material fürs Multitool zu generieren.